Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir haben schon eine ganze Menge gehört. Es ist so, dass es jetzt in diesem Fall, wie Frau Figueredo sagte, um eine Richtlinie geht, die für Arbeitnehmer gedacht ist. Das ist richtig. Es gibt aber auch Selbstständige, die sind keine Arbeitnehmer. Und ich denke mal, es ist wichtig, dass man sich in Europa entscheiden kann, wie man arbeiten möchte. Es ist ja auch gut so, als Arbeitnehmer oder als Selbstständiger. Und als Selbstständiger muss man sich genauso natürlich an einige Spielregeln halten. Digitale Fahrtenschreiber sind grundsätzlich in allen LKWs mit drin, in allen auch entsprechenden Autos mit drin, die entsprechend in Frage kommen. Es ist aber so, dass ich denke, es wäre eine übergebührliche Beeinträchtigung von der Entscheidungsfreiheit für Selbstständige, wenn wir sie jetzt mit drin haben in der Richtlinie. Darum ist meine Fraktion auf jeden Fall dafür, die Selbstständigen in diesem Fall rauszunehmen. Wir finden den Vorschlag von Frau Bauer richtig und genauso auch den Vorschlag der Kommission. Das sollte berücksichtigt werden. Wir wollen kleine und mittelständische Unternehmen schützen, und das können wir, indem wir jetzt in diesem Fall dem Vorschlag entsprechen. Danke.